Hallo und herzlich willkommen mit Jonathan und Niki bei den Matrixern. Heute wieder mit Featuring Flux. Unser Thema heute: Naturwesen. Elfen, Feen, Kobolde, Drachen, mystische Wesen. Ja, darum soll es heute gehen. Die Fragen wird Flux heute beantworten. Ja, die Menschheit hat sich ja schon mal gefragt, gibt es Naturwesen wirklich? Elementargeister, Elemental Beings, wie man so schön sagt. Das werden wir dann heute mal abfragen. Ja, ihr habt uns wirklich jede Menge Fragen geschickt. Wie viele waren es? Ich weiß nicht. Allein zu Naturwesen, glaube ich, um die 150. Ja. Ja, jedenfalls vielen Dank für eure kreativen Fragen. Da waren wirklich einige sehr spannende Fragen bei. Man merkt auch, dass die Fragen von unterschiedlichen Leuten gestellt worden ist. Manche haben eben ganz einfache Fragen gestellt, wie gibt es Naturwesen überhaupt? Ne? Und manche haben auch kompliziertere Fragen gestellt, ob Naturwesen auch sich reinkarnieren und im Reinkarnationszyklus feststecken, wie auch der Mensch. Ne? Und sehr interessant wird die Sitzung heute, das können wir euch schon versprechen. Und jeder, der von euch Naturwesen mag und liebt, der ist jetzt bei uns genau richtig. Ja, wir machen es nicht querbeet. Wir haben das kategorisiert. Erstmal alle Fragen zu Naturwesen allgemein, dann speziell zu Elfen und Feen, das wird gerne verwechselt. Dann eben zu Kobolden, Zwergen, Gnomen, dann ein Abschnitt zu Drachen und mystische Wesen. Andere mystische Wesen, ja, richtig. Und so haben wir die Kategorien aufgeteilt, weil die Fragen eben irgendwo die Kategorien bestimmt haben. Ne? Flux ist eine Seele, könnte man sagen, ein ganzer Komplex an Seelen. Und zwar haben sich mittlerweile 4 Milliarden Seelen dem Flux angeschlossen. Oder besser gesagt, Flux besteht aus 4 Milliarden Seelen, die sich alle irgendwie zur einfacheren Handhabung uns gegenüber als Flux vorstellen. Und Flux befindet sich in der 8. Dimension der reinen Lichtinformationsebene. Und wir dachten, es ist bestimmt spannend, dass wir euch Flux vorstellen und ihm natürlich auch viele Fragen stellen, denn die 8. Dimension steht ja weit über der Akasha-Chronik. Und darum denken wir, dass die Informationen von Flux wesentlich verlässlicher sind, als die in der Akasha-Chronik niedergeschrieben sind. Ja, unser nächstes Thema wird sein, ja, beim nächsten Mal werden wir mit Flux alle Fragen zum Thema der Jupiter beantworten. Ist ja sowieso sagen und woben, gibt ja auch viele Theorien darüber und spannende Informationen. Und wenn ihr Fragen zum Jupiter habt, stellt sie unten in die Kommentare. Wir sammeln sie wieder alle zusammen. Bitte wirklich hier in die Kommentare bei YouTube schreiben. Nicht bitte gesammelt per E-Mail, weil das bringt uns so durcheinander. Also nutzt die Kommentarfunktion für eure Fragen zum Jupiter, bitte. Dankeschön. Ja, Jupiter auch sehr interessantes Thema. Wir haben ja gesagt, wir gehen das ganze Sonnensystem durch, damit jeder von euch weiß, was ist auf den Planeten im Sonnensystem wirklich los. Denn auf die Informationen der NASA kann man sich ja auch nicht immer verlassen. Ja, da müsst ihr einfach nur Vertrauen haben. Und das ist natürlich stark gesunken, so im Laufe der letzten Jahrzehnte. Und spätestens, seitdem sich herausgestellt hat, dass es die Mondlandung nie gegeben hat. Mhm. Ja. Und in dieser Hinsicht dachten wir, gehen wir mal einmal das Sonnensystem durch und darum ist nächste Mal der Jupiter dran. Genau. Jupiter und seine Monde, würde ich sagen. Ja, das klingt gut. Ne? Ja. Also stellt alle Fragen zu Jupiter mit seinen 543 Monden oder wie viel er hat. Ja. Ja, mal sehen, ob sich das rächt, dass du auch noch die Monde vorgeschlagen hast. Ja. Jedenfalls am Jupiter ist eine ganze Menge los.
Das können wir euch schon verraten. Und ihr habt bestimmt auch ganz spannende Fragen und Ideen. Ja. Aber jetzt fangen wir mal an mit den Naturwesen und gehen unsere 130 Fragen durch. Ja, also wir können jetzt nicht viel dazu sagen zu jeder einzelnen Frage, sonst wird das Video einfach zu lang. Darum hauen wir die Fragen einfach raus, bringen die Antwort ja oder nein und machen dann mit der nächsten Frage weiter. Genau. Zu lange Wartezeiten, bis Niki mal eine Antwort kriegt. Manchmal ist es kurz, manchmal dauert es länger. Die schneiden wir dann raus, die Wartezeiten. Sonst sitzt sie da nachher 20 Sekunden und keiner sagt was und alle gucken dumm rum in der Gegend. Und ja, darum schneiden wir das raus. Ja, dann viel Freude wünschen wir euch bei den spannenden Fragen über Naturwesen. Ja. Ja, beginnen wir erstmal mit den Naturwesen allgemein. Fragen, die also alle Naturwesen betreffen. Ja, beispielsweise leben Naturwesen auch in unseren Hausgärten? Können Naturwesen auch helfen, eine reiche Ernte zu bekommen, wenn man sie darum bittet? Ja. Können Naturwesen sich auch bemerkbar machen, beispielsweise indem sie irgendeinen Ast bewegen oder Blätter bewegen, obwohl kein Wind herrscht? Ja, auch. Können sie. Und können sich Naturwesen auch bemerkbar machen, wenn man jetzt nicht die Fähigkeit besitzt, Naturwesen wahrnehmen zu können? Ja, also bemerkbar machen können sie sich auf jeden Fall. Ob man es dann so interpretiert oder wahrnimmt, ist ja halt dann individuell. Ja, ich merke schon, das wird eine affirmative Frageliste. Ja. Aber interessant, ne? Nochmal eine Bestätigung aus der achten Dimension zu erhalten. Ja, was natürlich sich manche auch fragen, ist, ob Naturwesen auch eine Seele haben. Die meisten? Ein paar? Auf jeden Fall, ja. Ah. Es gibt Naturwesen mit Seele. Und freuen sich Naturwesen, wenn man mit ihnen Kontakt sucht? Geht so. Also, ja, ich denke, die haben schlechte Erfahrungen mit Menschen oder so. Ja, meines Wissens nach ist es auch so. Also was ich so in meinen Träumen über Naturwesen herausgefunden habe, gibt es Naturwesen, die sind immer noch begeistert von Kontakt mit Menschen, aber es gibt auch Naturwesen, die sind sehr enttäuscht und sagen immer, nee, bleib mir weg mit dem Menschen. Ja, manchmal kommen die bei uns in die Träume oder Hypnagogen, dann sehen wir da ein paar, aber grundlegend sagt Flux nicht so gerne. Haben denn die Naturwesen auch so etwas wie wir, wie Persönlichkeitsentwicklung oder spirituelle Entwicklung? Ja. Ja. Es gibt ja zum Beispiel auch Geschichten darüber, dass Trolle manchmal Waldspaziergängern ein Beinchen stellen, um den zu ärgern oder aus sonstigen Gründen. Stimmt das? Ja, die können das. Ja, gemein, ne? Also den größten Glauben an Naturwesen findet man ja auf Island. Stimmt, ja. Ja? Da gibt es ja sogar Gebiete, wo dann steht, hier leben Elfen oder hier leben Naturgeister. Oder es gibt auch Grundstücke, also Landbereiche in Island, wo man nicht bauen darf. Ja. Weil die Naturwesen-Vermittlerin, die es wirklich staatlich gibt, zum Beispiel gesagt hat, nein, da darf nicht gebaut werden, da leben Naturwesen. Die haben da ihr Nest oder ihr Volk lebt dort, ne, oder ihr Zuhause. Und da dürfen wir es nicht mit der Planierungsraupe drüber. Ne? Und stimmt das? Ja, das stimmt, ja. Ja, sehr spannend.
Und stimmt das auch, dass die Naturgeister böse werden können, wenn man trotzdem auf einem Land baut, das ihnen gehört? Und dann machen sie zum Beispiel die Bagger kaputt oder sorgen dafür, dass es Unglücksfälle auf der Baustelle gibt? Also die Frage allgemein nach Naturwesen, nein. Ich weiß nicht, ob man das differenzieren möchte oder müsste, aber grundlegend nein. Aber verärgert sind sie trotzdem. Sie finden es nicht gut. Oder dass sie vielleicht Schabernack dann machen, dass sie vielleicht den Bagger sabotieren oder derartiges. Nee, sie sind nicht darauf ausgelegt, Schaden anzurichten. Okay. Also jetzt nicht die bekannten Naturwesen, die jetzt, also ärgern schon, aber jetzt nicht Schaden im Sinne anzurichten, der anderen Menschen wirklich schaden würde. Ja, das Problem ist ja immer noch, dass Naturwesen zu den Mythen und Legenden gehören. Und zwar deshalb, weil der Mensch sie ja nicht wahrnehmen kann. Ja. Ne? Weil wenn hier so ein Kobold rumläuft, siehst du den nicht normalerweise. Aber woran liegt das? Liegt es daran, dass unsere Wahrnehmung oder unser Bewusstsein durch künstliche Technologie, sag ich mal, in dieser Wahrnehmungsfähigkeit herabgesetzt worden ist? Auch. Auch. Es hat aber auch mit dem eigenen Bewusstseinsfeld irgendwie zu tun. Und mit dem, ja, ich denke mal halt, dadurch, dass man immer abgelenkt ist oder im Alltag oder ganz andere Dinge im Kopf hat, hat sich eben die Wahrnehmung auch stark verlagert und auch das Interesse an Naturwesen. Und damit wurden sie mehr und mehr ausgeblendet über die Jahrhunderte. Oder liegt das daran, dass wir Naturwesen nicht wahrnehmen können, weil wir einfach nicht darauf trainiert sind mit unserem Bewusstsein? Ja, genau. Also wie Flux gerade sagte, also das, was er gerade eben schon eh durchkam, dass Hängt man. das irgendwie mit der Zirbeldrüse auch zusammen? Mit dem dritten Auge? Nein, weil jeder könnte es. Okay. Aber viele wollen es wohl nicht mehr. Ja, viele glauben ja auch nicht mehr. Nee, glauben auch nicht mehr dran, genau. Wird ja Ja. abtrainiert. Ich habe mal ein wunderschönes Buch gelesen von Tennis Halliwell, das heißt Der Elfensommer. Und da hat sie eben darüber geschrieben, dass sie Naturgeistern begegnet ist, weil sie von Kindheit an die wahrnehmen konnte. Und da stand sie ja im Kontakt mit einem Leprechaun. Das sind ja diese Kobolde in diesem grünen Anzug und mit dem, ja, mit dem mittelalterlichen Hut oder manchmal auch im Zylinder, ja, und den spitzen Schnabelschuhen und so. Und der meinte zu ihr, dass Naturwesen sich plötzlich auflösen können und sind dann weg. Wie tot oder? Ja. Ach so. Also wir würden das als tot definieren und da hat die Tennis eben gefragt, woran das denn liegen könne. Und er meinte dann, es liegt daran, dass eben die Menschen immer weniger an Naturwesen glauben, aber abhängig von dieser Glaubensenergie sind. Ja, auch sehr interessant. Stimmt das? Ja. Ah. Haben Naturwesen denn böse Absichten? Gibt es Naturwesen, die böse Absichten haben? Gibt es auch. Das auch. Aber ich würde sagen, die meisten Naturwesen haben gute Absichten. Das schon, aber die Bösen, die mit bösen Absichten, können einem irgendwie auch nicht richtig schaden. Vielleicht, weil sie keinen richtigen Zugriff auf die 3D-Ebene haben. Also sie können keinen wirklichen Schaden in dem Sinne anrichten, aber sie haben, es gibt welche mit bösen Absichten, das schon, ja. Ja. Stimmt es, dass im Allgemeinen Naturwesen auch Beschützer der Natur sind? Vermutlich heißen sie deshalb Naturwesen, oder? Drauf kommen können. Ja. Ja. Ja, aber wo existieren denn diese ganzen Naturwesen? Existieren sie auf 3D? Existieren sie auf 4D?
Nein. Existieren sie auf 5D? Nein. Ja, wo existieren sie denn dann? Auf 3,45D. Ja, unseren Informationen verhält es sich auch so, dass die irgendwie dazwischen sind, ne? Zwischen 3D und 4D. Würde Flux das so Das hat er bestätigen? gerade bestätigt, genau. Ah, super, klasse. Ja, aber ich finde es interessant, dass die Naturwesen von der Glaubenskraft abhängig sind. Weil ist ja auch so, dass sie sich selber eigentlich ja gar nichts erschaffen können. Keine Häuser und irgendwie wohnen die dann alle auf der Straße. Ja, man weiß es Du nicht, hast ja da ne? auch einige Geschichten zu, ne? Dass mal jemand extra für die erschaffen hat, Häuser und sowas, ne? Wir haben das ja auch schon teilweise praktiziert und gemacht. Häuschen und Wälder und so für die erschaffen. Ja, also ich habe auch mal von jemandem gehört, der hat so ein richtiges süßes Feenhaus gebaut. So. Und mit diesem Feenhaus ist er dann in den Wald gegangen und hat es dann an einem Baum befestigt. Und hat in den Wald gerufen, hallo Feen, dieses Haus soll euch gehören. Und dann hat er sich vor dem Baum hingelegt und hat die Nacht dort verbracht. Und dann hat er nachts die Feen gehört, wie die sich gefreut haben über das Haus und so weiter. Ne? War so ganz süß. Ne? Ja, wir haben ja auch mal eine Zeit Milch oder Wein rausgestellt oder haben uns manifestiert, Häuschen, Feenhäuschen und so. Ja, muss man immer lange machen, mindestens 10 Minuten am Tag, damit sie natürlich auch irgendwann manifest sind auf ihrer Ebene. Ja, vielleicht hat es geholfen. Ja, und je mehr Glaubensenergie du denen schenkst, das ist meine Ansicht, desto mehr wird es auch möglich, sie wahrnehmen zu können. Ja, denke ich auch, ja. Würde das Flux so bestätigen? Ja, absolut. Also, seht ja, wie die Kinder das machen, ne? Die Kinder sind voll begeistert. Es gibt Zwerge und Elfen, wow, ne? Und denken dann Tag ein, Tag aus, nur an die Zwerge und Elfen und irgendwann tauchen sie auf. Ne? Genau. Ja. Mal sehen, wie viele wir nach diesem Video sehen. Ja. Nach 130 Fragen über Naturwesen wird wohl, denke ich mal, einer auftauchen. Ja, kann gut sein, dass mal einer vorbeikommt oder bei euch zu Hause, weil ihr euch das Video angeschaut Ja, habt genau. und ihr darüber nachdenkt. Also, habt keine Angst, wenn dann irgendwie am Abend plötzlich jemand ans Fenster klopft oder an der Tür klopft oder Im Traum seltsamer, erscheint, ja, genau. im Traum erscheint oder ein seltsamer Schatten durch eure Wohnung huscht, ne? Wer weiß, wer das ist, ne? Apropos, Heinzelmännchen und Wichtel und Sandmännchen, diese drei, gibt es sie wirklich? Also das erste nicht, die zweiten beiden schon. Ah. Also Sandmännchen ist halt eine Erfindung. Nee, der Heinzelmann, was auch immer das sein soll. Einzelmännchen sind halt die, die nachts sich in dein Haus schleichen und wenn sie meinen, dass sie dir Dank schulden, räumen sie dein Haus auf. Naja, hier, mir war noch niemand dankbar. Ja, meine Bude hat auch keiner von alleine aufgeräumt, wenn ich so an meine Jugend zurückdenke. Nee, eben, ne? Also. Ja. Ja, über den Sandmann haben wir auch mal ein Video gemacht. Ja. Richtig. Ja. Ja, inkarnieren sich denn auch Menschen in Naturwesen oder Starseeds oder so? Ja, tatsächlich. Echt? Ist ja Können cool. Sie auch. Ist ja cool. Das sollte ich dann vielleicht mal in Angriff nehmen, falls ich es nicht schaffe, aus der Matrix zu kommen. Und ich? Du wirst die Elfe und ich werde dann so ein Kobold. Nein. Oder wir werden beide wunderschöne Elben mit langem, wehenden Haar. Okay. Ja? Okay. Ja, wenn dem so ist, dass man sich eben auch in einem Naturwesen inkarnieren kann, dann haben die auch einen Reinkarnationszyklus. Ja, die sind auch Teil des Reinkarnationszyklus. Ah, okay. Und planen die Naturwesen in den nächsten 10 Jahren einfach zu sagen, tschüss, wir verlassen die Erde?
Nein. Nein. Sind Naturwesen in der Lage, ihre Gestalt zu verändern? Nein. Oder beispielsweise vielleicht ihre Kleidung, dass sie vielleicht mal einen grünen Blazer Ja, das geht anhaben. schon. Also das geht schon. Aber ein Kobold kann keine Elfe werden oder so. Ah, okay, verstehe. Ja. Sind einige Naturwesen traurig oder verärgert, weil der Mensch so rücksichtslos mit der Natur umgeht und Klimakatastrophen künstlich erzeugt oder sonst was? Sehr, ja. Es kommt mir vor, als wären sie weniger verärgert als traurig, aber ja. Wer bestimmt denn, dass man Naturwesen wahrnehmen kann? Bestimmt das das Naturwesen oder der Mensch? Oder Ja. beide? Das ist keine Ja-Nein-Frage. Ich weiß. Ja. Müssen Menschen, um Naturwesen wahrnehmen zu können, ihre Schwingung erhöhen, ihre Frequenz? Nö, wäre nicht ausschlaggebend. Ah. Soll man Naturwesen Süßigkeiten oder Milch auf die Terrasse stellen oder in den Garten? Ja, die freuen sich drüber, tatsächlich. Cool. Süßigkeiten, nicht Milch. Milch. Ja, cool. Und Wein für die Zwerge, tatsächlich. Ah, okay. Das musste ich jetzt Und wissen. Wein für die Zwerge. Noch besser Met, glaube ich. Wahrscheinlich. Ja. Ja, nehmen sich die Naturwesen dann die Energie aus der Milch? Auch. Aber irgendwas ist da noch, was sie tun. Ich weiß aber nicht was. Ja, weil die Milch steht ja am anderen Tag noch da. Ja, klar, der Wein ja auch, genau. Ja. Nur wenn man dann davon trinkt, schmeckt es verschalt. Stimmt, ja. Ja. Hassen Naturwesen Rasenmäher? Flux sagt, Naturwesen können grundlegend nicht wirklich hassen. Oder mögen sie die nicht so? Ja, das ist richtig. Sind Naturwesen, bestimmte Naturwesen, zuständig für Blumen im Garten? Gibt es auch, ja. Oh. Wurden Naturwesen von der gleichen Quelle erschaffen, wie auch der Mensch erschaffen wurde? Können auch Naturwesen als Mensch inkarnieren? Können sich Naturwesen auch ohne die Aktivierung der Zirbeldrüse wahrnehmen? Also die Menschen, ne? Ja, geht schon. Ja. Und können Naturwesen auch in Häuser reinkommen? Wissen Naturwesen, wer ein NPC ist, ein Statist? Ja. Ja, cool. Haben Naturwesen auch Amnesie, so wie der Mensch? Der erinnert sich ja nicht an seine vorherigen Leben normalerweise. Ja. Meine Frage war, ob es auch NPC-Naturwesen gibt. Auch interessante Frage. Gibt es auch. Gibt es auch. Es gibt auch Naturwesen-Statisten. Tja, wenn die Menschen nicht mehr an die Naturwesen glauben, müssen ja welche erschaffen werden, sonst ist ja wahrscheinlich die Naturwesenwelt bald leer. Ja. Sind Naturwesen auch sterblich? Ja. Oh, wenn sie sich reinkarnieren können, dann wohl, ja, genau. Stimmt. Ja. Leben Naturwesen auch dort, wo intensiv Landwirtschaft betrieben wird? Nein. Leben Naturwesen in Großstädten? Es gibt sie dort ja auch. Ah.
haben sie vielleicht auch entweder Aufgaben oder Statisten? Keine Ahnung. Ja. Leben Naturwesen auch beispielsweise in künstlich angelegten Parks? Ja. Ah. Und stört sie der Straßenlärm, der Verkehr, die hupenden Autos? Nein, die nehmen den nicht so wahr wie wir. Ist so die Antwort irgendwie. Also sie nehmen jetzt, also zumindest in Bezug auf den Lärm. Ob die Straßen stören sie sicherlich und die ganzen Autos. Ja. Ja, Naturwesen leben auf der Erde. Leben denn Naturwesen auch auf anderen Planeten? Ja. Gibt es auch Naturwesen, die von anderen Planeten auf die Erde gekommen sind? Ja, in einer anderen Inkarnation, ja. Gibt es schon. Also. Okay. Gibt es auch Naturwesen, die nur im Wasser leben? Ja. Ah. Ja, wie vorhin mit dem Beispiel mit Island und der Elfenbeauftragten. Ja. Die ja checken soll, ob ein bestimmtes Grundstück oder Landgebiet von Naturwesen bewohnt wird. Wenn man da trotzdem baut, sterben die Naturwesen dann? Nee, die werden nur vertrieben. Ah, die ziehen also um. Die ziehen um, ja. Würden wir wahrscheinlich auch machen. Ja, aber wer möchte denn gerne aus seinem Haus vertrieben werden? Also versteht das schon, ja. Ja. Können Naturwesen auch als Baum inkarnieren? Ja. Okay. Ja. Haben Naturwesen einen Gott? So wie im Christentum oder im Islam oder so? Nein, aber sie glauben an etwas, aber nicht an sowas irgendwie. Also sie haben keine Religion in dem Sinne. Ja. Ernähren sich Naturwesen auch vom Sonnenlicht? Einige. Haben Naturwesen auch einen Stoffwechsel, so wie der Mensch mit seinem menschlichen Körper? Bedingt. Irgendwas in die Richtung. Wahrscheinlich nicht wirklich wie beim Menschen, würde ich dann denken. Also, ja, aber ist es halt. Also von daher denke ich mal. Wahrscheinlich verdauen sie die aufgenommene Energie oder so. Ja, sowas in die Richtung. Ja. Ob sie einen Darm haben, weiß ich nicht. Haben Naturwesen auch Sex? Kind of. Also kuscheln sie ein bisschen so, oder? Ich glaube, das funktioniert da bei denen anders. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Es ist also auf jeden Fall kein Nein, aber auch kein klares Ja. Also es wird irgendwie anders sein einfach dort. Keine Ahnung. Können Naturwesen auch verreisen? So Urlaub machen, ja. 4 Wochen mal auf Gran Canaria oder so? Mhm. Ja? Ja. Können Naturwesen sich denn teleportieren? Ja. Ah, das ist praktisch. Das ist super das praktisch. Das ist super praktisch, ja. Dann macht das mit dem Urlaub plötzlich Sinn. Ja, dann macht das plötzlich alles Sinn. Ja. Stell dir mal vor, ihr könnt teleportieren, ne? Würdet ihr auch mehr Urlaub machen. Oh ja, oh ja, oh ja. Ne? Frühstück in Paris. Ja. Abendessen in Dubai oder was auch immer. Genau. gibt es Nymphen? Gibt es auch Wassermänner? Ja. Ah, okay. Ja, das waren unsere Fragen für die Naturwesen allgemein. Okay. Jetzt kommen wir zu den Feen und Elfen. Okay, wunderbar. Ja. Vielleicht sollten wir kurz erst noch den Unterschied erklären zwischen Feen und Elfen. Ja. Das wird oft verwechselt. Mhm. Weil im Vergleich zu den Elfen sind die Feen zu groß. Ja. Oder ist deutlich kleiner jedenfalls. Richtig. Also die Feen sind die kleinen Tinkerbells, ne? Genau. Ja. Und die Elfen sind halt
größer, ne? Und da gibt es Waldelfen und adlige Elfen. Genau, und die sind manchmal sogar größer als Menschen, glaube ich. Ja, manchmal ja. Also die adligen Elfen sind die größten Elfen und auch die ältesten, meines Wissens nach. Ja. Ne, zum Beispiel das älteste Elfenvolk sind die Tuatha De Danann. Die wollen aber mit den Menschen nichts mehr zu tun haben. Die haben sich also von den Menschen gänzlich abgekehrt. Ja, okay, ja, für, ja macht auch ja. Sinn, ne? Klar. Stimmt das, was ich gesagt habe? Was sagt Flux dazu? Das sind zwar sehr viele Informationen. Er sagt teilweise. Ah, okay. Aber er verneint es jetzt nicht grundlegend so. Ja. Sind die Feen freundlich? Das ist kein grundlegendes Ja, aber auch kein Nein. Es gibt wahrscheinlich wie unter den Menschen die freundlichen und die eher zickigen oder so. Zickige Feen, das klingt witzig. Ich weiß nicht, jedenfalls, aber sie sind jetzt nicht böse oder so. Ja, es gibt ja manchmal so Filmchen, in denen eine Fee plötzlich sagt, ich erfülle dir einen Wunsch, wünsche dir, was du willst. Können Feen das? Ja, irgendwie. Es ist auch kein eindeutiges Ja, aber sie können einem behilflich sein, dass der Wunsch realisiert wird, irgendwie in die Richtung. Okay. So interpretiere ich jetzt die Antwort. Mehr so als Wunschratgeber oder so. Sie können, glaube ich, Dinge in die Wege leiten, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Also so Situationen oder Begebenheiten ermöglichen oder sowas, aber jetzt nicht so plopp, da sind deine Millionen, das jetzt nicht, nein. Gibt es auch Feen in physischer Form, 3D-mäßig? Nee. Aha. Leider nicht, aber die sind süß. Zeigen sich Feen auch als Lichtkugeln oder als Orbs? Nein. Und als Lichtkugeln? Nein. Nein. Leben Feen und Elfen auch in Wäldern? Ja. Sind Feen eine Rasse der Naturwesen? Kann man, ja. Ja, ja. Gibt es denn mehrere Rassen an Feen? Ja, es gibt unterschiedliche Feenarten, stimmt. Anscheinend Tinkerbells und Tunkerbells. Ja. Ja, wie alt wird denn so eine Fee? Werden die älter als 100 Jahre? Ja. Werden sie älter als 200 Jahre? Ja. Wow. Werden sie älter als 300 Jahre? Ja. Werden sie älter als 500 Jahre? Manche. Oh, wow. Okay. Dann hat man ja eine ungefähre Vorstellung, wie alt die werden können. Ne? Mhm. Nicht schlecht. Ja. Ja, wenn du 500 Jahre auf dem Planeten bist und der sich so hart verändert, ist schon, ja, kann anstrengend sein, schätze ich auch. Ja. Gibt es Feen, die größer sind als 10 Zentimeter? Ja. Ah. Gibt, aber nicht wesentlich. Ah, nicht wesentlich. Okay. Ja. Sehen Feen denn so aus wie Menschen? Haben sie auch Kopf, Beine, Arme, nur dass hinten Flügel dranhängen? Sie haben eine humanoide Form. Ah, okay. Also ist jetzt kein Blob oder ein Slime-Monster mit Flügeln. Nee, also. Also. Aber, wer weiß. Naja, die haben uns ja sicher schon öfter bei uns mal vorgestellt. Die sahen alle wirklich aus wie Mini-Menschen. Ja. Haben die Feen vielleicht vor langer, langer Zeit die Blumen auf der Erde erschaffen? Nein. Aber sie kümmern sich, glaube ich, gern drum. Ja. Sind zum Beispiel die sogenannten Götter aus Mythen, germanische Götter oder griechische Götter, sind die irgendwie mit den Naturwesen verbunden?
Nicht auf dieser Ebene, nein. Ah, okay. Freuen sich Naturwesen zum Beispiel über Geschenke wie Kräuter oder Mehl? Sie freuen sich über Geschenke. Kräuter, nein. Kräuter, nein. Mehl auch nicht. Nee. Vielleicht über Kuchen, also die verarbeitete Form von Mehl. Ja, ich habe mal gehört, dass Naturwesen zum Beispiel auch keine Holzhäuser mögen. Weil für sie ist das so, als hätte man Leichenteile benutzt, um sein Haus zu bauen. Stimmt Stimmt auch, das? ja. Ja. Ja, tatsächlich. Okay, ja. Dann gibt es da den Mythos über den Feenkreis. Das heißt, die Feen oder auch die Elfen, je nachdem, haben beim Mondlicht getanzt. Und wenn man dann am anderen Tag in den Wald geht, sieht man so einen Kreis im Boden. Und das nennt man auch gern irgendwie Feenring oder Elfenring oder so. Gibt es die? Stimmt das so? Ja, zum Teil. Ah. Warte mal. Ach, zum Teil heißt, weil es für die Elfen, aber nicht für die Feen stimmt. Ah, also die Feen, nee, die Elfen tanzen im Kreis. Ja, die Waldelfen tanzen im Kreis. Ah, Also, das ja. sind dann die Waldelfen, ja. Die Waldelfen sind ja kleiner als die Adligen. Ja. Nee, die Feen machen das nicht, nein. Okay, also nur die Elfen. Also gibt es Elfenkreise, eigentlich keinen Feenkreis. Da wird auch wieder Ja, verwechselt, es ne? wird immer verwechselt, genau. Ja. Ja, das waren schon unsere Fragen zu Elfen und Feen. Schön. Jetzt kommen wir zu Zwergen, Kobolde und Trolle. Ja, gibt es den Leprechaun wirklich? Ja? Ah. Der sieht ja lustig aus. Und in Irland wird er ja sehr gefeiert. Da gibt Ja. es ja sogar den Leprechaun Day. Ne? Ja. Und die haben teilweise coole Fähigkeiten. Hab ich ja schon erzählt, mal in den Videos. Die wollten mir ja verraten, wie man immer astral und luzid sein kann. Also, Ach stimmt, du hast ja mal welche getroffen. ich hab mal, Richtig, ja, ja. aber ich war mit dem Camper unterwegs und der hieß Leprechaun, der Camper. Also es war jetzt nicht abwegig, dass die mich irgendwie besuchen, wenn man 3 Monate im Leprechaun wohnt, ne? Ja, da wäre ich auch als Leprechaun neugierig Natürlich. geworden. Ne? Wissen das? Da steht ja mein Name auf dem Wagen da. Wer wohnt denn da Wer drin? wohnt denn da drin? Lass uns mal gucken. Ja, sehr witzig. Stimmt es, dass denn Wichtel, die gehören ja irgendwie auch zu Zwergen, würde ich sagen. Ja, Mini-Zwerge, oder? Mini-Zwerge. Stimmt das, dass die auch Hausarbeiten verrichten manchmal? Nein. Oder dass sie vielleicht Menschen beschützen in den Häusern? Ja. Ah, okay. Also sie helfen gern den Menschen tatsächlich. Ah. Und Zwerge, werden Zwerge auch älter als 100 Jahre? Oh ja. Ah. Haben Zwerge eine ähnliche Lebenserwartung wie Feen und Elfen? Kobolde. Gibt es Kobolde, die manchmal Gegenstände in deinem Haus verstecken? Ja. Oder Zwerge, die sich manchmal was von dir ausleihen und es dann spurlos verschwunden ist und es eh nicht mehr zurückbringen? Nicht die Zwerge. Ah. Ja, die Kobolde. Ah, die Kobolde. Stimmt es, dass Zwerge in Minen arbeiten und Gold abbauen? Jedenfalls nicht auf 3D, aber ich musste das jetzt echt wissen. Die Bergzwerge. Die Bergzwerge. So wie in Herr der Ringe, ne? Genau. In unsere Mine kommt niemand rein, wir machen alle tot. Ja, genau. Okay, nein. Naja, dann nächste Frage. Kobolde gelten auch als Naturwesen? Haben Kobolde bestimmte, ja, Zuständigkeitsbereiche wie Berge oder bestimmte Orte? Ja,
Also alles, was auf 3,5D ist, also zwischen 3 und 4D, das zählt zu Naturwesen. Ah. Leben Feen oder Zwerge gern unter ausgewählten Bäumen? Ja, schon. Also sie haben ihre Lieblingsorte, Plätze oder so. Was sind die Richtung? Ah. Ja, das waren eure Fragen zu Zwerge, Kobolde und Trolle. Okay, das waren ja leider doch sehr wenige. Da hätten wir uns ja doch was überlegen können. Dann kommen wir zu den nächsten, und zwar den Meerjungfrauen. Okay. Stimmt die Geschichte von Odysseus, der auf seinem Schiff plötzlich Sirenen hörte und sich und seine Mannschaft an den Mast binden musste, damit die Mannschaft sich von den Sirenen nicht einlullen lässt und sie ihr Schiff gegen die Küste fahren? Es ist nicht komplett unwahr, aber auch nicht besonders wahr. Irgendwie eine Geschichte. Aber es ist ja mit allen Märchen so. Ja. Gibt es noch heute Sirenen? Ja. Oh. Leben Meerjungfrauen wirklich in unseren Meeren? Ja, aber nicht mehr viele. Oh. Sind denn die Meerjungfrauen wirklich so wunderschön, wie sie mal dargestellt werden? Keine Antwort. Hm. Das ist wohl echt subjektiv, was schön ist. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ja. Flux weigert sich. Wie, wenn ich sage jetzt schön? Dann fühlen sich die molligen Meerjungfrauen nachher beleidigt oder so. Richtig, also. Ja. Kann man mit Meerjungfrauen sich ganz normal unterhalten? So wie wir beide uns vielleicht so unterhalten können. Ja. Auch das geht. Schön. Würde mich mal interessieren, welche Sprache die sprechen. Hm. Hatten Menschen schon einmal einen friedlichen Kontakt mit Meerjungfrauen? Ja. Oh. Aber Meerjungfrauen zählen nicht zu Naturwesen. Im eigentlichen Sinne, weil die sind 3D. Ah, Meerjungfrauen. Ah, verstehe. Ja. Gibt es zum Beispiel auch Meerjungfrauen oder Waldelfen, die einsamen Wanderern als wunderschöne Frau erscheinen, um sie irgendwo hinzulocken und sie dann zu töten? Nein. Nein. Oder um sie einfach nur zu verführen, vielleicht? Soll wohl schon vorgekommen sein. Hm. Okay. 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 Ja, das waren schon eure Fragen zu Meerjungfrauen. Okay. Da habe ich mir jetzt auch mehr gewünscht, aber gut. Pass auf, was du sagst. Warum? Dann haben wir ja 200 Fragen. Naja, auch gut. Wenn sie alle unterschiedlich sind, alles gut. Ja, der nächste Punkt geht eher jetzt weiter in den mystischen Bereich. Und zwar kommen jetzt die Drachen. Okay. Ja. Drachen kennen wir alle. Ne? Spätestens seit Game of Thrones? Mhm. Okay. Ja, gibt es denn gegenwärtig noch Drachen auf unserer Welt? Nope. Keine mehr. Das ist schade. Ja. Gibt es mehrere Arten von Drachen? Mehrere Rassen? Oh, es gibt aber noch Drachen in der inneren Erde. Oh. Huh. Wow. Ja, vielleicht haben sie sich dahin verkrümelt, ne? Und es gibt mehrere Arten und Rassen. Also. Ja. Kann man sich die Drachen so vorstellen, wie sie zum Beispiel in der Serie Game of Thrones dargestellt worden sind? Ja. Gibt es auch eine Rasse an Drachen, die eher so aussehen wie die asiatischen Drachen? Die sehen ja eher so aus wie Lindwürmer, wie Schlangendrachen oder so. Gab es auch, ja. Hm. Okay. Gab es wirklich Drachen, die Feuer spucken konnten? So wie in dem Film Damsel? Ja. Ah.
Sind Drachen gleichzeitig auch damals als Hüter eingesetzt worden, um vielleicht eine Burg oder einen bestimmten Ort zu schützen? Irgendwie, ja. Sehr praktisch. Ja. Wir brauchen auch einen Drachen. Ich will auch einen Drachen. Ja. Wenn dann Bill Gates kommt, dann sagen wir dem Drache hier. Mach uns Feuer. Mach ihm Feuer unterm Arsch. Kann man Drachen als Alientiere bezeichnen? Ja, ihr Ursprung ist nicht von der Erde. Ah. Die kommen eigentlich von woanders her. Wer hat die denn ausgesetzt, bitteschön? Nee, die sind freiwillig hierher gekommen. Ah. Die kommen aus einem ganz anderen Sternensystem. Vielleicht wurden die ja auch dann genmanipuliert zu richtigen Drachen. Vielleicht waren die ja nicht so große Feuerspeier, die nicht denken und reden konnten, sondern irgendeine intelligente Rasse und die haben halt, keine Ahnung. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob Drachen natürlichen Ursprungs sind oder ob sie ja genmanipulierte Lebewesen gewesen sind. Ja, beides halt tatsächlich. Sie haben Ah. einen Ursprung, wurden aber weiterhin genmanipuliert, um sowas in die Richtung. Ja, in den Filmen werden Drachen ja meistens bösartig dargestellt. Also sind nicht gut drauf, ne, und sind hinterhältig, gemein, ne, habgierig. Stimmt das? Da gibt es irgendwie gar keine Antwort zu. Vielleicht müssen wir die Frage differenzieren, ob die ursprünglichen, ich nenne sie halt mal Drachen, vielleicht kommen die auch von den Draco's? Nein. Oder kann man sagen, es gab gute Drachen und weniger gute? Damit ist Flux einverstanden. Wie Wie überall, überall, es ist halt einfach die ne? Dualität, so ist es. Stimmt das, dass manche Drachen ihren Reiter ausgewählt haben, der ein Mensch war und in ihren Augen etwas Besonderes war und dann so dachten, den würde ich als Reiter akzeptieren? Ja. Ah, interessant. Und wenn dem so ist, ja, wie haben die miteinander kommuniziert, der Drache und der Reiter? War das telepathisch? Auch, aber nicht ausschließlich, nee. Ah. Konnten Drachen oder manche Drachen denn damals auch sprechen, so wie ein Mensch? Ja. Echt? Ja. Ah, cool. Wenigstens einer mal, mit dem man sich vernünftig unterhalten könnte, ne? Hatten denn die Drachen zusätzlich auch noch magische Fähigkeiten? Nee. Wurden die Drachen absichtlich und systematisch ausgerottet? Gibt es jetzt noch Drachen auf geistiger Ebene, die man als Schutzgeist oder als Schutzdrache um sich haben kann? Ja, weil die auch im Reinkarnationskreislauf sind, gestorben sind und auf der Mentalebene sind. Hm, okay. Oh ja. Ja. Gab es zum Beispiel auch Eisdrachen? Konnten die dann Eis spucken oder irgendwie einen mit ihrem Hauch einfrieren oder? Nee, die haben einfach nur in kalten Regionen gelebt. Ach so, okay, so wie Eisbären. Genau. Ah, okay. Ja, das waren schon eure Fragen zu Drachen. Ja. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Punkt der Fragenliste und zwar über, ja, Tiere aus Mythen und Legenden. Okay. Wie beispielsweise Loch Ness. Oder Einhörner. Ich habe mal einmal ein Einhorn gesehen. Ein einziges Mal. Wo? Hypnagoge oder im Traum war das. Oh, war Ah, schön. okay. Ja, ich erinnere mich noch an eine Geschichte von einem Kumpel, der sagte, er hätte das erste Mal in seinem Leben LSD genommen. Lass mich raten. Und er lag dann im Schlafzimmer auf seinem Bett und dann gab es einen lauten Knall, hat er gesagt.
Und dann stand da ein Einhorn mitten in seinem Schlafzimmer. Das ist gut. Er war erstmal total geschockt und hat geschrien, ne, weil er so erschrocken war. Und dann hat das Einhorn mit ihm geredet. Er soll sich beruhigen. Komm mal runter, chill mal ein bisschen. Ja, so vielleicht nicht, aber. Ja. Und dann hat er da nachher wirklich dann auf der Bettkante gesessen, sich mit dem Einhorn unterhalten, konnte es richtig anfassen, alles. Ne? Ja, okay, ist ja cool. Ganz witzig, ne? Ja, hat es denn Einhörner wirklich gegeben? Ja. Gibt es denn gegenwärtig noch Einhörner? Ja. Ja? Auch auf physischer Ebene? Ja. Wow. Wahrscheinlich in der inneren Erde oder so. Ja, ich habe gerade gefragt, ob auf der Erdoberfläche. Mhm. Nein. Ah, okay. Gab es dann auch solche Lebewesen oder Tiere wie Feuervögel und Phönixe und ein Pegasus? Also Pegasus? Mhm. Ja. Ist ja das fliegende Pferd, ne? Phönix? Ja. Mhm. Feuervögel, ist das nicht das Gleiche? Oder? Ja, ja. Gab es auch Zentauren, ne, die Mischung aus Mensch und Stier? Nicht so wirklich. Irgendwas, es ist kein hundertprozentiges Nein, aber ziemlich Nein. Gab es auch Hippogreife? Also wahrscheinlich eine Mischung aus ein Flusspferd und... Nein, das ist das aus Harry Potter. Ach so, aus Harry Potter? Ja. Ach so, ach guck. Nein, gibt's nicht, leider. Ich habe zwar Harry Potter einmal gesehen, aber ich erinnere mich jetzt nicht an einen Hippogreif. Oh doch, na komm. Ja? Ja. Okay. Ich hätte auch gerne einen Hippogreif. Gab es auch Kelpies? Also Wasserpferde? Nein. Oder gab es Sphinxen? Tja, die Antwort ist nicht, ist kein wirkliches Ja und kein wirkliches Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht sowas in der Art. Ne? Ja. Twilight. Ja. Gab es damals wirklich mal Vampire auf der Erde? Ja. Gibt es immer noch Vampire auf der Erde? Ja. Oh. Und die gleiche Fragestellung zu Werwölfen. Gab es früher einmal Werwölfe? Ja. Und gibt es sie immer noch? Ja. Oh. Yeah. Also die Twilight-Fans unter euch freuen sich jetzt. Gibt es das Loch Ness-Monster? Nein. Nein? Nein. Gab es mal das Loch Ness-Monster? Es gab etwas sehr Großes im See, ja. Gibt es noch ähnliche Riesenwasserwesen wie das Loch Ness Monster? Ja. Hm. Gab es denn auch Wesen aus der Mythologie, aus der nordischen, wie zum Beispiel den Fenriswolf? Irgendwie. Aha. Oder Walküren. Ja. Aha. Oder gibt es den Yeti? Ja. Oder den Bigfoot? Ja. Oder gibt es auch den Kokopelli? Nein, was ist das? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das soll ein mystisches Wesen aus Südamerika sein. Tja, den kennt Flux wohl nicht, ne, Schatz. Flux kennt alles, was es gibt. Gibt es auch in höheren Dimensionen, 5D, 6D, 7D, solche mystischen Wesen? Ja. Ah. Flux sagt, er stellt uns mal eins vor. Nein, das war ein Spaß.
Also wenn wir nächstes Mal bei dir mit Glatze sitzen, dann wisst ihr, wir haben einen feuerspeienden Drachen kennengelernt, dank Flux. Okay, next. Waren die Geschichten über mystische Wesen einst Hirngespinste, die dann dadurch, dass sie immer weiter und weiter erzählt worden sind, plötzlich die Menschen dran glaubten? Ja, die Antwort ist spannend. Nein, aber ja, weil ja, am Ende des Tages erschaffen wir ja alles über unser Glauben. Also, aber grundlegend gesehen nein. Also. Gibt es den Megalodon? Nein. Ist das der Freund von Godzilla, oder? Nee, das ist der Freund von Coco Pelli. Gibt es verschiedene Bigfoot-Arten? Ja. Ja. Gibt es den schwarzen Schwalbenschwanz noch? Ja, irgendwie. Frag mich nicht. Nein, keine Ahnung, ich auch nicht. Was das ist. Gibt es auf unserem Planeten noch Dinosaurier wie den Triceratops? Nope. Nein. Gibt es noch Dodos? Ja. Ah. Gibt es noch den tasmanischen Tiger? Ja. Gibt es noch Mammuts? Nein, das hatten wir doch letztens beim Essen schon besprochen. Es gibt keine Mammuts. Nein, es gibt keine Mammuts mehr. Nein, auch nicht in der inneren Erde? Nein. Nein. Gibt es noch Flugsaurier innererdlich oder auf der Erde? Ja. Ah, interessant. Ja, damit sind wir mit eurer Frageliste durch. Huch, na endlich. Ja, es ist immer doch deutlich anstrengend. Also viele Fragen sind doch... Ja, wir mussten zwischendurch ein paar Pausen machen, damit Niki sich wieder erholen kann, weil ja das schon energetisch sehr anspruchsvoll ist. Ja, die Fluxenergie ist halt schon doch deutlich höher als unsere eigene. Also, ja. Da kommt es durch. Bis zum nächsten Video. Und unser Thema nächstes Mal ist der Jupiter und seine Monde. Wenn ihr also Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Dann gibt es wieder ein neues Video mit 3000 Fragen. Ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und dass ihr jetzt nochmal überdenkt, ob ihr wirklich nicht an Naturwesen glauben wollt. Nur weil man sie nicht sieht, heißt es noch lange nicht, dass es sie nicht gibt. Ja? Und ja. Stellt Milch und Wein raus. Ja. Frank möchte sich auch nochmal verabschieden, sagt er gerade. Tschüss. Möchte er doch nicht. Nein. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.